Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Heute mit einer Sniper Rifle. Saugeiler Stuff. Okay. Wir haben 16:55 und schicken uns an, zu wenig Munition zu haben. Okay. Das heißt, wir müssen nachhelfen. So ein bisschen. Also tun wir das. 45. Auch nicht ganz so viel. Das wird's tun. So, well done. Wir waren das letzte Mal hier und haben ein wenig gelootet. Hat mir gefallen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ist nicht wahr. Wir haben kein First Aid Kit mehr. Aha. Gut. Dann müssen wir das auch erstmal herstellen. 3 Verbände haben wir noch, 7 fehlen uns. Na. Das müssen wir kurz unterbrechen. So. First Aid. Das brauchen wir. Genau dafür kann man das Blut gebrauchen. Was geht hier? Läuft. Ah. Essen ist fertig. 5 sind, denke ich, anständig. Bisschen was zu trinken wäre nicht schlecht. Nehmen wir den angebrochenen. Fällt mir ein, hat man nicht Kaffee am Start? Ich wollte gerade sagen. Wasser läuft noch durch. Mhm. So. Kohle wollten wir produzieren. Die Kids sind wieder am Start. Wunderbar. Wir könnten einen Painkiller nehmen für unser kleines Malörchen. Das ist gut. Und was zu essen am Start. Wunderbar. Die 5-schüssige Knarre. Das ist gut. Und nichts zum Reparieren. Wieder mal kein Öl. Okay. Fünf ist auch ein bisschen knapp. Da brauchen wir noch das. 15 müssten reichen. Ich würde mir gerne das verbrannte Biom noch etwas genauer ansehen. Da sind wir noch gar nicht richtig fündig geworden. Ist halt die Frage, ob wir das in der Nacht machen sollten. Wir könnten aber auch erstmal weiter Pulver herstellen. Und zwar Gunpowder. Gun. Da ist es schon. Tu es. So, das kommt wieder weg. Wir haben unseren Panikraum noch nicht fertig. Und wir können auch in der Nacht noch losziehen. Das ist alles kein Problem. So. Nehmen wir einen Stack. Den wir gleich umwandeln.
Wo soll der sein? Am besten wäre natürlich hier direkt drüber. Hier drüber. Das wäre doch ideal. Ja. Das ist korrekt. Eins, zwei, drei Höhe dürfte wahrscheinlich sogar schon genügen. Okay. Das sieht gut aus. Pulver ist auch fertig. Ganz hervorragend. Wir haben keinen Hammer mitgenommen. Das war natürlich auch wieder mal klasse. Ups. Hier runter. Hammer, wir haben keine Bretter am Start. Das können wir auch nicht verdämmen. So, und wenn wir das Pulver schon haben. Volle Tipps. Alles klar. Achso, das unterbrechen wir mal. Die wollen wir haben. Tipps zurück an den Start. Schwarzpulver kommt weg. Platz schaffen. So. Und munter geht es weiter. Der Abschluss erfolgt in Kürze. So, das hat dann zur Folge, dass unser Safehouse endlich fertig wird. Das ist gut. Perfekt. Sollte ich langsam dann auch mal verkleiden. Mhm. Den haben wir falsch gesetzt. Der ist besser. Besuch ist da. Läuft alles am Schnürchen. Freunde der Nacht, was ist euer Problem? Leider schon weg. Na gut. Wenigstens. Ah, da liegen sie. Nichts dabei. Undankbares Pack. Ja. Oh Mann. Also das mit dem Inventory bei Bauaufträgen, das ist noch nicht so perfekt. Das muss man ja mal neidlos anerkennen. Gut.
bei dem Text, dass wir mal endlich fertig werden. Also. Fast durch. So schnell kann es gehen. Ja, wenn das Räumchen fertig ist, bin ich eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Dann ist erstmal alles so, wie es sein soll. Wobei das nicht heißt, dass man nicht noch nach wie vor diese Räumlichkeiten verändern kann. Das kann man sicherlich. Macht vielleicht auch hier und da mal Sinn. Es geht jetzt einfach nur darum, erstmal ein Zuhause zu schaffen, was halbwegs safe ist. Na, also. Und es fehlen wieder mal die allseits beliebten Brains. Du es. So, was haben wir zusammenbekommen? 550. Das ist gut. Okay, es ist sacke dunkel da drin. Das darf es nicht sein. Das ist sowas von kontraproduktiv, aber für einen kleinen Raum reichen uns eigentlich Kerzen. So. Das müsste doch genügen. Das sieht schon gut aus. Das ist wunderbar. Und das bei schönstem Vollmond. Einfach nur klasse. Ja, die große Stadt, es tut mir schon fast leid, dass die große Stadt jetzt nicht noch größer ist. Aber wir sind nicht undankbar. Wir haben da drin gefunden, was wir wollten. Jetzt fällt mir ein, eine Sache hat mir noch ausgelassen. Da gab es einen Werkzeugschuppen. Ein Walmart sozusagen. Den haben wir uns noch nicht vorgenommen. Müssen wir aber noch. Kommt auch noch. So. Nee. Das nicht. Da setzen wir was anderes rein. Reichen. Iron Bars. Eins. Es gibt schon vier Stück. Ach nee, die dauern aber. Gut. In der Zwischenzeit. Können wir schon mal unser Bettchen holen. Weil das kommt jetzt weg. Und da das hier richtig dunkel ist eigentlich, hier unten, dann im Gegenzug dazu auch noch ein bisschen was setzen.
könnte sogar reichen. Passt. Als weg. So. Die Frage, wie man hochkommt, stellt sich bei dieser Konstruktion nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck dieser Konstruktion. Das muss so gedreht werden. Einmal. Zweimal. Wunderbar. Und jetzt Storage Weapon. Passt. Nur darum geht's. Schrotflinte, Hunting Rifle. Ein Schläger. Da ist der Rest. Und wir legen noch ein paar dazu. Das müsste es dann sein. Mehr weiß ja nie. Wir legen den Chlorhammer auch nochmal dazu. Den können wir uns schnell neu machen. Ins Dickichen. Ach, gerne doch. So, einen neuen Chlorhammer. Danke. Damit haben wir einen Respawn-Punkt, eine Versorgungskiste, Position zum Durchschießen. Fertig. Kein Zombie kommt da hoch und wir sind da oben erstmal safe, wenn wir da die Äuglein wieder aufmachen. Damit ist das Thema abgefrühstückt. Diese Kante gefällt mir überhaupt nicht. Gut. Also geht's hier weiter im Text. Holz kommt weg. Guck, da hatte ich noch Stickies. Das sind hier eigentlich Baustoffe. Darf ich nicht vergessen, dass hier der Tipp drin ist. So, wir haben noch ganze 3 Woodframes. Und wir brauchen Holz. Kleinigkeit könnte man eigentlich auch schon wieder essen. Trinken wir noch ein Schlückchen und sind wieder frisch am Start. So. Das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Das läuft. Also, wird eine lange Wanderung. Nach wie vor Besuch da. Aber nicht schlimm. Pistolenmunition haben wir. Schrotmunition legen wir jetzt zu. Ich habe ja noch eine andere dabei. So, dann nehmen wir einen Teil weg. Als Ersatz. Könnte eine neue Mine platzieren. Können wir auch später machen. Short Iron Pipes. Da sind sie. Das gibt einen ordentlichen Stack. Und da machen wir für unterwegs ein paar neue Rebar Frames.
können in der Zwischenzeit dann auch neue anlegen. Gut, dann vergessen wir unsere Produktion nicht. 400, okay. Ah, es wird knapp, geht aber. Den Hammer brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Okay. Ihr kennt das Prinzip. Es ist wie gehabt. Ein Schlückchen Alkohol. Das war die Mine hier links. Gut. Den Gore-Block müssen wir aber wegschaffen. Klappt doch. Den looten wir noch, wenn es geht. Ah, geht natürlich nicht. Na ja, klar. Also dann. Prost. Leeres Glas weg. So. Rebar. Die Produktion schließen wir ab. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Drüber gelatscht. So, es geht los und ja, komm, wir machen. Wir laufen mit Licht. Wieder on the road in the deep dark night. Aber das ist okay, weil wir haben ein bisschen Weg vor uns, ein bisschen Strecke. Kurz orientieren. Wir sind da. Könnten eigentlich querfeld einlaufen. Dann decken wir noch ein bisschen Karte auf. Das tun wir auch. Mhm. Wobei, ich hätte erst abdrücken sollen und dann ausweichen. Muss ich mir noch angewöhnen. Unglaublich. So. Das nenne ich mal früh am Start. Ah. Wir sind nicht die einzigen, die morgens unterwegs sind. Frag mich, ob es ohne Licht besser wäre. Aber ich möchte eigentlich nicht in so ein Loch reinfallen. Also ich möchte zumindest rechtzeitig es noch erkennen können, eine Chance haben, es zu sehen. Das wäre nicht schlecht. Das ist jetzt eigentlich die Intention, warum wir das Licht anhaben. Aha. Knapp vorbeigerannt. Da müssen wir aufpassen. Müssen wir so ein bisschen aufpassen. Ja, geht doch auf Harry Hirsch los. 6 Uhr. So langsam beginnt der Morgen. Aber auch nur so langsam. Die sind, glaube ich, noch bis 6.35 Uhr am Rennen. Na gut.
Ja. Ja, die sind noch am Rennen. Ja, mal gucken, wann sie aufhören zu rennen. Kleiner Test. Ja? Jawohl. Also, 6.38 Uhr ist die magische Zeit. Und wir sind am Start. Können sogar gleich, wenn wir Glück haben, das Licht ausmachen. Das kommt der Morgen. Den genießen wir doch mal. Na, das verbrannte Biom. Schick. Sehr schick. Und das im Morgengrauen. Herrlich. Wow. Mhm. Gut. Aber ob der es glaubt oder nicht, es kann alles nicht wahr sein. Wir haben schon die Zeit überschritten. Das heißt, was wir hier in dem neuen Video vorhaben, sehen wir uns an in einer nächsten Folge, die jetzt gleich kommen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und wir sehen uns in Kürze hier wieder und werden erfahren, was es damit auf sich hat. Also, bis dahin, macht's gut und noch viel Spaß im Internet. Ciao!